Eine Höhle, 20 Quadratmeter groß, ein Regal, Herd, eine rostige Gasflasche und ein Bett. Das ist das Heim von Lothar. Etwa 2 Kilometer entfernt von Ballermann-Party und Feierwütigen lebt der 61-Jährige. Ich muss jeden Tag kämpfen, aber jeden Tag. Es gibt nichts, was mir geschenkt wird. Und dann sitze ich manchmal hier und dann denke ich mir, wie viel muss ich noch durch? Ursprünglich kommt Lothar aus Kleve. Dort geht es ihm lange Zeit gut, bis er auf die schiefe Bahn gerät. Er erzählt von Raub, Kokainhandel, Rotlicht und Banküberfällen. Du bist jetzt über 61. Wie lange noch? Das hat doch alles keinen Sinn mehr. Weißt du, dann zweifelst du an dich selbst. Du sagst, wenn er mich holen will, dann soll er mich holen, aber muss ich noch mehr leiden? Ich habe gesagt, hier bist du selbst.